nachdem der Platz wieder ziemlich genau ausreicht, wo wir immer sehr dankbar sind, möchten wir nun zum dritten Teil kommen, des Seminars Anthroposophie. In den ersten beiden Teilen hatte ich ja dargestellt, die Entstehung anhand der Lebensgeschichte von Rudolf Steiner. Im zweiten Teil heute Morgen dann einen Überblick gegeben über den Erkenntnisweg und die Weltanschauung. Und im dritten Teil soll es nun um die praktischen Anwendungen gehen. Veleda, Demeter, Waldorfschulen, Eurythmie. Ich werde auch am Schluss noch auf den Zusammenhang zwischen Anthroposophie und New Age eingehen und eine Wertung aus christlicher Sicht nochmals. Ich möchte nochmals sagen, dass an sich die Voraussetzung zum Verstehen nun dieses praktischen Teils die beiden theoretischen Teile sind. Also wenn Sie jetzt diesen praktischen Teil hören, dann sollen Sie immer die Kritik schon kennen oder im Hinterkopf haben, die bei den ersten, zweiten Teilen gesagt wurde. Ich kann jetzt nicht alles wiederholen. Ich möchte es nur ganz kurz sagen. Rudolf Steiner, wir haben es ausführlich dargestellt und auch belegt, ist ein Esoteriker, hat hellseherische Wege beschritten, hat ein Menschenbild vertreten, das mit unsichtbaren Leibern, Astralleib, Ätherleib, Ichleib rechnet, wobei der Ichleib sich immer wieder verkörpert durch Reinkarnation und Karma hindurch. Wir haben gesehen, dass sehr stark fernöstliche Einflüsse vorhanden sind, gerade auch die Wiederverkörperungslehre, die Selbsterlösung durch gute Werke, wobei der Christus Sonnengeist, wie Steiner ihn versteht, nur einen Impuls gibt zu dieser Selbsterlösung, aber nicht mehr. Und wir haben am Schluss heute Morgen gesagt, in einer Gegenüberstellung zu den biblisch-reformatorischen Hauptartikeln, als Ergebnis festgestellt, dass anthroposophische Weltanschauung von diesen Grundlagen her und christlicher Glaube unvereinbar sind. Weltanschauung und christlicher Glaube. Ja, nur herein, es gibt noch genau 4 Plätze oder 5. Und wenn es zu voll wird, die Jugend kann hier noch auf den Tischen sitzen. Da ist auch ganz frische Luft da vorne. Ganz vorne hat es noch Plätze. Ja, hier auch. Und sonst nehmen Sie die Tische noch ein. Da sehen Sie vielleicht mehr. Aber das Hören ist wichtiger als das Sehen. Ist auch meine Meinung. Gott spricht auch durch sein Wort und nicht durch das Bild. Das ist auch interessant in der Bibel zu wissen. Es gibt auch ein interessantes Buch, wenn das Bild das Wort erschlägt. Ist ja heute auch oft so. Die Visualisierung, die Überschwemmung mit Bildern in der heutigen Zeit. Aber das nur nebenbei bemerkt. Nun wird mancher fragen, wenn wir jetzt zu den praktischen Anwendungen kommen, tun denn die Anthroposophen nicht auch viel Gutes? Und liebe Freunde, das ist unbestritten. Bestreite ich gar nicht. Man kommt natürlich dabei nicht umhin, nach den Motiven für die guten Taten zu fragen. Und da zeigt es sich, dass von der anthroposophischen Lehre her der Karma-Gedanke im Hintergrund steht. Also das Streben, sich durch eigene gute Taten selbst zu erlösen. Soweit aber dieser Gedanke im Hintergrund steht, ist es ein eklatanter Widerspruch zum Evangelium von der Rechtfertigung des Sünders allein aus Gnaden. Ich möchte nicht sagen, dass es jetzt bei allem und durchgehend so ist, aber von der Lehre Steiners her muss der Mensch eben Entscheidendes hinzutun. Der Christus gibt nur einen Impuls zur Höherentwicklung des Menschen und des Kosmos und zur Selbsterlösung, letztendlich gesehen. Und nun bleiben freilich gute Taten gute Taten, zumindest in den Augen der Menschen. Was allerdings nicht heißen muss, dass sie auch in den Augen Gottes gut sind. Gut in den Augen Gottes ist nur, was in Einklang mit seinem Willen geschieht. Ich denke, wir warten eine Sekunde, es scheint wieder mal ein Unfall im Tunnel passiert zu sein. Und das ist dann immer besonders tragisch. War er vorhin noch frei? Ja. Vielleicht ist auch woanders. Hier vorne sind noch 2 Plätze, ganz vorne. Ja, wie doch Gott plant, ist Platz genau auf den letzten Platz. Wenn ich jetzt noch sitze, dann haben wir genau jeden Stuhl wieder gelegt. Und wenn jetzt noch jemand kommt, dann, wie gesagt, ich will mich jetzt nicht wiederholen. Also gut in den Augen Gottes ist nur, was in Einklang mit seinem Willen geschieht. Wenn jemand jedoch durch seine Werke seine Selbsterlösung bewerkstelligen will, dann können diese Werke in den Augen Gottes nicht gut sein. Wie überall gilt aber hier, dass Gott und Gott allein das menschliche Herz ansieht und weiß, wie der Einzelne es meint. Und er kennt sowohl ihre als auch meine Motive, als auch die Motive des Anthroposophen und der Anthroposophin. Wir können deshalb die anthroposophische Lehre beurteilen, aber wir sollen nicht
den einzelnen Anthroposophen beurteilen. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Das wollen wir ganz klar auseinanderhalten. Also die Lehre müssen wir beurteilen aus christlicher Sicht. Prüfet die Geister, ob sie von Gott sind, heißt es im ersten Johannesbrief. Aber zugleich bezüglich des anderen Menschen, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Also wir wollen dem anderen mit Liebe begegnen, aber auch ganz klar uns abgrenzen und warnen, wo ihr Lehren verbreitet werden von Menschen. Nun zeigt sich freilich, dass man die Früchte nicht ohne die Wurzeln haben kann. Das heißt, dass anthroposophische Pädagogik, Medizin, Landwirtschaft und Kunst und alle weiteren anthroposophischen Aktivitäten, und das werden wir im Einzelnen noch sehen, geprägt sind und durchdrungen von der steinerschen Weltanschauung, vom steinerschen Okkultismus, wie ich ihn jetzt in den letzten drei Stunden, also zusammengefasst, schon dargestellt habe. Ich möchte einmal anfangen mit der Eurythmie. Wer hat den Begriff schon gehört? Ja, doch viele. Das ist also diese, zu Deutsch, der letzte Platz, hier vorne. Die gute Bewegung. Auf Deutsch. Die gute Bewegung. Eurythmos aus dem Griechischen. Und das ist also ein Pflichtfach. Und deshalb möchte ich es auch am Anfang behandeln. Ein Pflichtfach in den Waldorfschulen. In der Waldorfpädagogik. Auch in den Kindergärten zum Teil schon. Und worauf geht nun diese Eurythmie zurück? Nun, das möchte ich etwas ausführen. Am 24. August 1912 fand in München die Uraufführung des dritten Mysteriendramas Rudolf Steiners statt mit dem Titel Der Hüter der Schwelle, und zwar der Schwelle zur übersinnlichen, jenseitigen Welt. Und dieses Drama enthält zum ersten Mal ein künstlerisches Element, das in den darauffolgenden Monaten zur Eurythmie ausgebildet wird. Und zwar den Tanz der Geister. Der Tanz der Geister. Wir betrachten einmal die betreffende Stelle im sechsten Bild dieses Dramas, das Rudolf Steiner selber geschrieben hat. Ich zitiere also aus Der Hüter der Schwelle. Luzifer, mit breitem Tone jedes Wort hervorhebend, spricht: In deinem Willen wirken Weltenwesen. Regieanweisung dazu. Von der Seite des Luzifer bewegen sich Wesen heran, welche Gedanken darstellen. In tanzartiger Weise führen diese Bewegungen aus, welche Gedankenformen den Worten Luzifers entsprechend darstellen. Und nun Ahriman. Auch breit sprechend, doch rau, sagt: Die Weltenwesen, sie verwirren dich. Dann wieder eine Regieanweisung hierzu. Nach diesen Worten bewegen sich von Ahrimans Seite die Gedankenwesen und führen Tanzbewegungen seinen Worten als Formen entsprechend aus. Nach diesen werden die Bewegungen von beiden Gruppen zusammen ausgeführt. Zitat Ende aus Band 608, Seite 79. Zur Erklärung dafür sei an die Worte Rudolf Steiners in der Einleitung zu diesem Drama erinnert, wie er dieses nun definiert, worum es sich handelt. Er sagt: Die geistigen Wesenheiten, welche im Hüter der Schwelle spielen, sind durchaus nicht allegorisch gedacht. Allegorisch heißt also im übertragenen, sinnbildlichen Sinn eben. Und weiter schreibt er: Hielte der Schreiber dieser Seelenvorgänge in szenischen Bildern diese Wesen für Allegorien, so würde er sie nicht so darstellen, wie er es tut. Zitat Ende, im gleichen Band, Seite 13. Es handelt sich nach der Absicht Steiners also um wirkliche Geistwesen, die, verkörpert in den Darstellern, auf der Bühne ihren Tanz aufführen. Also nicht nur ein Bild, sondern diese Geistwesen sollen sich darstellen auf der Bühne, in der eurythmischen Handlung dann, wie es dann auch weiter ausgebaut wird. Und das wird auch deutlich, wenn man die Definition betrachtet, die Steiner, der im Sommer 1912 von ihm und Marie von Sievers, seiner zweiten Frau, entwickelten Eurythmie gibt. Der Leser möge sich also bewusst sein, dass Eurythmie Pflichtfach ist in den Rudolf Steiner bzw. Waldorfschulen, sowie auch zu Heilzwecken als Heileurythmie angewandt wird. Steiner sagt, und das ist jetzt entscheidend, in Band 642, Seite 13 und 14, Zitat: Wir denken uns unter dieser eurythmischen Kunst etwas, ich möchte sagen, wie eine Erneuerung, aber in durchaus moderner Form der alten Tempeltanzkunst.
der alten Tempel-Tanzkunst. Bei dieser handelt es sich nicht darum, irgendetwas Willkürliches rein aus der Fantasie herauszuschaffen, sondern darum, etwas hineinzustellen in die Welt, das aus dem Geistigen, aus den spirituellen Gesetzen des Weltendaseins selbst entnommen ist. Zitat Ende. Also nicht Fantasie, sondern Geistiges tritt nun auf den irdischen Weltenplan, verkörpert in den eurythmischen Darstellern. Eurythmie wird verstanden als sichtbare Sprache oder sichtbarer Gesang, der die Realität übersinnlicher Welten auf Erden abbildet, ja noch mehr vergegenwärtigen will. So schreibt er im gleichen Band, Seite 124, wenn wir aber übergehen zu dem Eurythmischen, wenn wir diese sichtbare Sprache der Eurythmie schaffen, dann stellt sich der Mensch gewissermaßen unbewusst hinein auf den Plan der Erzengel. Und er führt die Bewegungen aus, die in der Erzengelwelt die Sprache bedeuten. Die Eurythmie ist das irdische Abbild der Erzengelsprache. Zitat, ein sehr großer Anspruch. Nun, man darf sich durch die Begriffe Engel, Erzengel und so weiter bei Steiner nicht täuschen lassen, denn er meint damit etwas völlig anderes als im christlichen Sinn, nämlich höher entwickelte Menschen, welche die Engelstufe erreicht haben. Und die noch im Erdenzustand lebenden Menschen angeblich geistig beschenken, damit auch diese, also wir uns zur Engel- und Erzengelstufe emporarbeiten können in den Verkörperungen zur Vergeistigung. In verschiedenen Bänden nachzulesen. Aber ich habe schon ja ausführlich dargestellt, dass in Wirklichkeit nicht die Engel Gottes und auch keine höher entwickelten Menschen diesem Bestreben des Menschen in die übersinnlichen Bereiche hineinzudringen entgegenkommen, sondern in Wirklichkeit handelt es sich auch um Engel, aber um gefallene Engel, die Bibel Dämonen nennt. Ich habe heute Morgen ausführlich dargestellt, 1. Mose 3, 1 bis 5. Ihr werdet sein wie Gott, eure Augen werden aufgetan. Das ist die Verführung der Schlange, die an den Menschen herantritt. Das wird von Rudolf Steiner leider positiv gesehen, dieser Sündenfall, wie er in 1. Mose 3 beschrieben ist. Es dient zur Höherentwicklung. Ist klar, es wird hier alles umgedreht. Die gefallenen Engel, die dem Bestreben des Menschen entgegenkommen, zu übersinnlichen Welten zu gelangen, wovor die Bibel unmissverständlich warnt. 1. Mose 3, 1. Korinther 10, Vers 20, 2. Korinther 11, Vers 14, Judas 6 und viele weitere Stellen. Nun, Eurythmie ist also eine, ich möchte es mal so krass sagen, geistige Mächte herbeirufende Kunst, aber es sind eben nicht die guten Engel Gottes, sondern man muss leider es befürchten, dämonische Mächte. Betrachtet man die mit Geheimsymbolen gefüllten Bühnenbilder und die seltsamen Bewegungsformen bei eurythmischen Aufführungen, man kann sie auch zum Teil in Fotos sehen, in Büchern des Dornacher Verlags, dann ergibt sich für den unbefangenen Beobachter ein unheimlicher und finsterer Eindruck. Ich weiß nicht, ob Sie die Bilder schon mal gesehen haben oder eine Aufführung selber. Und viele Menschen, denen ich solche Bilder gezeigt habe, hatten diesen Eindruck bestätigt. Das sind also so seltsame Gewänder und Gestalten und Töne. Seit dem Jahr 1919 wurde die Eurythmie auch Kindern in den Waldorfschulen nahegebracht. Und das wird auch dann eingesetzt und es handelt sich hier um mehr als um eine harmlose Bewegungskunst oder ein Turnen, wie Steiner selber bestätigt in Band 642, Seite 94, wieder ein Zitat. Da sagt er, da kommen gewöhnlich die Lehrer der Stuttgarter Waldorfschule zu mir und sagen, dieses Kind hat diesen oder jenen seelischen oder körperlichen Fehler. In solchem Falle ist es nur notwendig, mit einer gewissen übersinnlichen Kraft des Sehens, mit einer gewissen Kraft des Schauens intuitiv zu erkennen, was man nun für eurythmische Übungen gerade diesem Kinde angibt. Eurythmische oder eurythmieähnliche Übungen. Und in der Tat, wir haben manchmal überraschende Resultate erreicht. Zitat Ende. Also wieder übersinnliches Schauen, welche Übung nun gerade passt. Das ist also durch und durch dieses esoterische System. Im Lexikon des Geheimwissens von Horst Miers übrigens findet sich eine wichtige Beobachtung bezüglich der Eurythmie, nämlich weist dieses Lexikon des Geheimwissens auf die Parallele hin, die Ähnlichkeit zwischen der steinerschen Eurythmie und dem brasilianischen Macumba-Spiritismus, wo die Eingeborenen sich in die Ekstase tanzen, damit die Geister von ihnen Besitz nehmen können. Der Macumba-Spiritismus.
So heißt es im Lexikon des Geheimwissens: Nachdem von der Theosophie praktisch alle Religionen, der Okkultismus, die Magie und der Spiritismus bearbeitet worden waren, suchte Steiner auch die Kunst in den Dienst der anthroposophischen Theosophie zu stellen. Es handelt sich dabei bei einer steinerschen Eurythmie besonders um Bewegungen, die das gesprochene Wort besser zum Ausdruck bringen sollen. Ähnlich der Macumba, einem magischen Tanz der südamerikanischen Eingeborenen. Zitat Ende. Steiner selber bestätigt dieses indirekt, wenn er sagt in Band 642, Seite 186, der Rhythmus des Tanzes führt zu den Urzeiten der Welt. Die Tänze unserer Zeit sind eine Degeneration der uralten Tempeltänze, durch welche die tiefsten Weltgeheimnisse erkannt werden. Der uralten Tempeltänze. Da hinten ist noch ein Platz. Also was wurde in diesen uralten Tempeln gemacht? Da wurden eben diese Geistwesen, diese Götter, wie man sie gesehen hat, beschworen. Und das letztendlich wird hier bestätigt, es handelt sich um Tempeltänze, die wiederbelebt werden sollen. Wenn man natürlich auch Positives immer damit verbinden möchte, aber von der Bibel her gesehen, vom Wort Gottes, ist es äußerst problematisch und gefährlich. Also Eurythmie ist Pflichtfach in den Waldorfschulen. Soweit einiges, ich denke, wir haben hier, und das ist nun einer der Hauptkritikpunkte, dass dies eben Pflichtfach ist und die Kinder damit konfrontiert werden, ob sie es wollen oder nicht. Aber nun möchte ich noch allgemeiner auf die Waldorfpädagogik eingehen, im nächsten Abschnitt jetzt. Waldorfpädagogik, was ist das eigentlich? Damit sind wir beim nächsten Abschnitt. Eurythmie, Waldorfpädagogik und dann Medizin, Landwirtschaft, Kunst nur ganz kurz, das ist ja auch Eurythmie und schließlich noch New Age. Also Waldorfpädagogik. Wie kam es zur Entstehung der ersten Waldorfschule? Wer weiß übrigens, wo die erste Waldorfschule gegründet wurde? Stuttgart. Alles Gute kommt vom Ländle, so nach dem Motto. Stuttgart. Jetzt müsst ihr nochmal sehen, in was für einer schönen Meditationshaltung sie auf dem Tisch sitzt, Schneider sitzt. Aber sehr schön, ja. Also, wie kam es zur Entstehung der ersten Waldorfschule? 1919 kam es dazu durch die Initiative des Besitzers der Stuttgarter Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik, Emil Mold. Es ist vielen gar nicht bewusst, dass also das auf einen Zigarettenfabrikanten zurückgeht. Man denkt ja immer, Udo Steiner, so gesundheitsapostelmäßig, ich selber war ja auch in dieser Richtung und lebe auch heute noch so gesund wie möglich, sage ich mal. Aber nicht fanatisch, aber so, dass man einigermaßen auch seinem Körper verpflichtet ist, ihn zu erhalten für den Dienst Gottes. Ich möchte es mal so ausdrücken. Da gehört auch Schwimmen dazu. Es gibt noch mehr Fans hier unter uns. Und Radfahren ist auch ein Fan. Vielleicht klappt es ja die nächsten Tage wieder mal mit der Radtour. Also wir leben wirklich gesund, während Zigarettenfabrikanten bekanntlich ja nicht so gesund die Gesundheit fördern. Aber das Thema lassen wir jetzt mal beiseite heute. Emil Mold hieß dieser Mann. Waldorf Astoria Zigarettenfabrik. Hat also weder was mit Walfisch zu tun, noch mit Bundestagswahl. Es wird auch ohne H geschrieben, Waldorf wie der Walfisch, wobei der Walfisch auch kein Fisch ist, sondern wer weiß es? Säugetier, sehr gut, ihr seid gut. Das größte Säugetier, größer als der Elefant. Falls er ausgewachsen ist, natürlich. Spaß beiseite. Uwe, entweder auf dem Boden oder auf dem Tisch. Ja, aber den Schlag wieder hinstellen. Also wegen Überfüllung mussten wir bis jetzt noch nie schließen, aber es ist alles zum ersten Mal. Aber lasst ruhig offen, können noch mehr rein oder draußen hören. Gut, also Emil Mold suchte nicht nur seinen Arbeitern, sondern auch deren Kindern eine Ausbildung, ja offen lassen vielleicht, auf spiritueller Grundlage zu vermitteln. Und so reifte Anfang 1919 der Plan, eine staatsfreie, auf ganzheitliche Menschenbildung hin ausgerichtete Schule zu schaffen. Staatsfrei und auf ganzheitliche Menschenbildung hin ausgerichtet, nicht nur auf das Wissen. Ja. Ich komme ja heute übrigens, es berührt sich ja jetzt wieder seltsam, zum ersten Mal seit 23 Jahren, also ich habe vor 23 Jahren Abitur gemacht, jetzt können Sie ja mal rechnen, wie alt ich bin. Wir haben gemerkt, in 2 Jahren, ist ja schon 25-Jähriges, gab es zum ersten Mal ein großes Schultreffen von allen Schülern vom Reuchlin-Gymnasium Pforzheim. Deshalb war ich heute auch nicht den ganzen Tag bei Ihnen.
entschuldigen Sie bitte, aber da das ja zum ersten Mal seit 23 Jahren war, dachte ich, da sollte ich vielleicht doch hingehen, auch mal. Ich konnte auch einigen Jesus bezeugen, das war also doch auch ganz gut. Nun, es war also zunächst daran gedacht, nur Kinder aus der Belegschaft der Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik aufzunehmen. Aber das wurde bald verworfen, diese Beschränkung. Die Waldorfschule sollte und soll jetzt allen offen stehen. Und es gibt ja sehr viele Waldorfschulen. Die genauen Zahlen habe ich irgendwo. Und zwar gibt es, oder das ist jetzt der Stand von Mitte der 90er Jahre, da gab es bereits 320, in Deutschland allein 320 anthroposophische Kindergärten. Meistens heißen die dann Waldorf-Kindergärten, aber manchmal auch anders. Sowie über 125 freie Waldorf- und Rudolf-Steiner-Schulen, allein in Deutschland. Daneben gibt es, oder gab es damals, 8 Krankenhäuser sowie 630 Land- und Gartenbaubetriebe des biologisch-dynamischen Landbaus in Deutschland. Daneben noch weitere Zentren. Übrigens Mitgliederstand der anthroposophischen Gesellschaften weltweit Mitte der 90er Jahre bei rund 47.000 Mitgliedern, ein Drittel davon in Deutschland, viele weitere in der Schweiz. Dass Sie mal kurz sagen können, aber das Gedankengut ist ja viel weiter verbreitet noch, als diese Zahlen aussagen. Also, es sollte ausgeweitet werden, nicht nur auf die Waldorf-Astoria-Schüler. Es soll nach, und es ist jetzt wichtig, es soll nach der Aussage Rudolf Steiners keine Anthroposophie gelehrt werden, so wird behauptet. Vielmehr soll die Anthroposophie in der Erziehung selbst zur Tat werden, umgesetzt werden, in der Tat. So sagte Rudolf Steiner bei der Eröffnung der ersten Waldorfschule mit 200 Kindern und 15 Lehrern am 7. September 1919 nach dem Ersten Weltkrieg in Stuttgart folgendes, ich zitiere: Jedenfalls soll sie nicht werden eine Weltanschauungsschule. Derjenige, der da sagen wird, die anthroposophisch orientierte Geisteswissenschaft gründe die Waldorfschule und wolle nun ihre Weltanschauung hineintragen in diese Schule, ich sage das jetzt am Eröffnungstage, der wird nicht die Wahrheit sagen. Uns liegt gar nichts daran, unsere Dogmen, unsere Prinzipien, den Inhalt unserer Weltanschauung dem werdenden Menschen beizubringen. Wir streben nicht danach, eine dogmatische Erziehung zu bewirken. Wir streben danach, dass dasjenige, was wir gewinnen können durch die Geisteswissenschaft, also gemeint ist die anthroposophische Geisteswissenschaft, dass dasjenige lebendige Erziehungstat werde. Zitat Ende. Also man will nicht die Lehre vermitteln, sondern soll in der Tat einfach ausgelebt werden. Nun, Zitat Ende. Die Anthroposophie soll also nicht explizit gelehrt werden. Das kann sie auch gar nicht, weil nach Steinerscher Theorie der Mensch die Anthroposophie erst nach Ausbildung welchen Leibes verstehen kann. Wer weiß es inzwischen? Des Ich-Leibes. Und wann ist der ausgebildet? Beim Alter von 21 Jahren. Und bekanntlich kommt man ja in aller Regel mal früher schon aus der Schule. Es gibt auch manche, die noch ja, fünfmal sitzen, dann ist man 22. Gut, also. Aber da kann man ja gar nicht sitzen bleiben in der Waldorfschule. Ja, ich kriege darauf noch ein. Deshalb schicken übrigens auch viele Eltern die Kinder hin. Es ist eine ganzheitliche Erziehung, handwerklich, musisch. Man bleibt nicht sitzen. Hat natürlich manche Vorteile, aber auch Nachteile. Wir können da gern auch nachher drüber reden. Nun also zunächst aber, ich muss es grundlegend hier anpacken. Erst ab Ausbildung des Ich-Leibes. Deshalb kann es auch gar nicht nach diesem Selbstverständnis gelehrt werden als System. Aber sie soll durch die in der Regel anthroposophische Lehrerpersönlichkeit zur Tat werden, sie soll durch die Eurythmie zur Tat werden, sie soll durch den Baustil zur Tat werden und durch die ganze Atmosphäre an der Schule. Der Baustil übrigens, nicht, keine rechten Winkel oder rechten Ecken, es ist alles fließend, das Metamorphose- oder Verwandlungsprinzip. Wir haben es bei Goethe schon gehört, es ist alles im sich entwickeln, im Verwandeln, so wie ein Schmetterling, die Raube zum Schmetterling sich entpuppt und wie im evolutionären Prozess die Dinge sich verwandeln. Ich halte allerdings, so muss ich sagen, diese indirekte Wirkung der Anthroposophie für gefährlicher als eine direkte Lehre des anthroposophischen Systems.
Weil das Kind nämlich so unbewusst in die ganze Atmosphäre des steinerschen Okkultismus hineinwächst. Das selber zum Teil erlebt. Ich war zwar nicht in der Waldorfschule, aber wer sich in Pforzheim auskennt, weiß, dass neben dem Reuchlin-Gymnasium also direkt die Waldorfschule liegt. Und immer bin ich dahin gepilgert, habe Demeterkost gekauft und habe bei Vorträgen beigewohnt, schon als Schüler, und sogar die Zeitungsarbeit gemacht für die biologisch-dynamische Landwirtschaft. Darf vielleicht einmal sagen, vom 11. bis 18. Lebensjahr. Also wird jetzt auch für euch Zeit, Kinder. Aber jetzt nicht anthroposophische Pressearbeit, aber einfach mal eure Gaben noch stärker zu entwickeln. Immer ein Appell an die Jugend unter uns. Ja, aber mit 18 durfte ich dann zum lebendigen Glauben an Jesus Christus finden. Dann habe ich diese Dinge nicht mehr verantworten können. Ich möchte es mal so weit vorwegnehmen. Nun aber der Reihe nach. Diese indirekte Wirkung halte ich für gefährlicher, weil das unbewusst das Kind prägt. Allein schon das Bild von Steiner, das dann so an den Wänden hängt, nicht, mit einem gewissen hypnotischen Blick, das ist eine Zeichnung, aber seine Augen haben wirklich einen hypnotischen Blick auch noch auf Bildern, würde ich behaupten. Ging mir also selber so, wenn ich in diesem Raum saß. Die Eurythmie vor allem. Auch dadurch findet eine Öffnung für okkulte Mächte statt, wie ich schon ausgeführt habe. Nun muss man aber doch fragen, wird denn wirklich keine Anthroposophie gelehrt in den Waldorfschulen? Wird sie wirklich nicht gelehrt? Was denken Sie denn? Kommt das überhaupt nicht vor? Es wäre ja naiv, das wirklich zu glauben. Warum gründet man denn Schulen, wenn man gar nichts vermitteln möchte? Nun, der Lehrplan der freien Waldorfschulen, den kann man ja auch einsehen zum Teil, ist keineswegs so neutral, wie Steiner es hinstellen möchte. Einige Beispiele lassen die anthroposophische Färbung der Unterrichtsinhalte deutlich erkennen. Ich zitiere aus einem Lehrplan mit dem Titel Vom Lehrplan der Freien Waldorfschule, bearbeitet von C. Heidebrand, Stuttgart, 8. Auflage 1986. Aber das gilt heute genau noch so. Einige Zitate. Da heißt es, die Seitenzahlen lasse ich jetzt mal weg. Die Pflanzenlehre wird immer im Zusammenhang mit dem Leben der Erde als eines lebendigen, einheitlichen Organismus behandelt. Hier klingt, als Zitat Ende, hier klingt die steinersche Spekulation der Erde als eines geistigen Organismus an, beziehungsweise als Träger des Christusgeistes durch. Wir haben es ja gehört, Christus, der Sonnengeist, soll zum Geist der Erde werden. Weiter. Im Naturkundeunterricht soll der Schüler, also wenn ich sage der Schüler, ist auch immer die Schülerin gleich enthalten, für die Menschen, die damit Probleme haben, wenn man jetzt nicht immer beide Geschlechter nennt. Ich bin da noch altmodisch, also wenn ich die männliche Form gebrauche, meine ich natürlich auch immer auch die Frauen implizit mit. Sonst brauchen wir doppelt so lang, wenn wir immer beide Formen nennen. Ihr mögt es mir also nicht übel nehmen. Der Schüler soll im Naturkundeunterricht, und nun ein Zitat, ein Bild des Menschen mit sich nehmen, das ihm den Menschen als Zusammenfassung der Naturreiche, als Mikrokosmos zeigt. So im Lehrplan formuliert. Da haben Sie genau die Vorstellung der mittelalterlichen Esoterik, etwa bei Paracelsus. Der Mensch ist im Kleinen das Abbild des großen Weltalls. Der Makrokosmos, die große Welt, bildet sich ab in der kleinen Welt, im Mikrokosmos. Dann auch die Evolutionslehre. Die wird natürlich in allen Schulen gelehrt, aber in der Anthroposophie gibt es ja eine speziell ausgeprägte Form der Evolution. Und zwar heißt es im Lehrplan, jedes Tier erscheint als ein verselbstständigtes Organ oder Organglied des Menschen. Die Tierwelt als der in seine Teile zerspaltene Mensch. Zitat Ende. Ein Gedanke, mit dem ein Schüler an einer staatlichen Schule die Abschlussprüfung in Biologie wohl kaum bestehen dürfte. Denn dahinter steht die steinersche Evolutionsvorstellung, dass die Tiere entstanden sind als Abfallprodukte der Entwicklung des Menschengeschlechts. Das heißt, dadurch, dass der Mensch seiner Vergeistigung entgegenstrebt, wird das Tierische ausgeschieden. Also die Tiere sind praktisch entstanden, damit wir uns der Vergeistigung emporarbeiten können, sodass also wir immer mehr geistiger werden und die Tiere sich dann gebildet haben. Wirklich als Abfallprodukte, den Begriff findet man öfter bei Steiner. Ist also keineswegs so tierfreundlich, wie es auch manchmal gesehen wird. Sag, grüß deinen Kater herzlich. Wie heißt dein Kater? Ach.
Solange kein Lothar nennt, geht's dann noch. Ja, jetzt wollen wir aber nicht zu sehr bei den Tieren hier bleiben. Ich mag Tiere auch sehr, also von dem abgesehen. Und ich kann die keineswegs als Abfallprodukt von mir sehen. Nein, aber die Tierwelt ist der in seine Teile zerspaltene Mensch. Damit der Geistesmensch sich ausbildet, werden die Teile hier abgespalten. In der Evolutionsgeschichte natürlich. Wir haben ja dieses riesige Zeitaltersystem gesehen mit Abermillionen von Jahren. Vulkanzustand, Jupiterzustand, Sonnenzustand und was es da alles gibt. Und dann noch ein Beispiel für den Einfluss der Astrologie. Der Planetentanz in der Eurythmie wird natürlich auch als Pflichtveranstaltung gefordert, Planetentanz. Und wenn Sie im Goetheanum waren, sehen Sie natürlich überall die Tierkreiszeichen, dargestellt im Hauptsaal, rechts und links. Die Württembergische Landeskirche, möchte ich ja mal zitieren, die Landessynode. Sie hat eine Schrift herausgegeben, eine Orientierungshilfe unter dem Thema »Die Waldorfschule aus evangelischer Sicht«. Und da wird, so denke ich, treffend Folgendes festgestellt. Ich zitiere: Die weltanschauliche Durchdringung der gesamten Waldorferziehung und damit auch des Unterrichts ist ein zentrales Prinzip. Steiners Wissenschaftsbegriff setzt sich nachdrücklich ab vom modernen Wissenschaftsverständnis. Vorwissenschaftliche und außerwissenschaftliche Denkweisen und Überlieferungen haben in Steiners Erziehungskunst einen bedeutenden Platz. So werden zum Beispiel alte Sagen und Mythen in wissenschaftliche Schulfächer eingebaut und unkritisch dem Schüler als Lernpensum aufgetragen. In der Physik und Mathematik der Waldorfschule finden sich Elemente aus der Astrologie. Im Geschichtsunterricht findet sich der Mythos vom untergegangenen Atlantis, dieser sagenhafte Erdteil, was nie bewiesen wurde. Und zwar samt Jahreszahlen und kulturellen Detailbeschreibungen im Unterricht, vermittelt als historische Fakten. Und weiter in der Tier- und Menschenkunde finden sich anthropomorphe symbolistische Parallelen, zum Beispiel zwischen dem Kopffüßler und dem Kopf des Menschen und so weiter und so weiter. Einige Beispiele. Also wir können sagen, es ist somit zwar richtig, dass das steinersche Weltanschauungssystem in den Waldorfschulen nicht als Ganzes gelehrt wird. Aber während des normalen Unterrichts kommen Elemente daraus, Elemente immer wieder zum Tragen. Das ist, denke ich, auch unvermeidlich, zumal ja die Lehrer und Lehrerinnen in aller Regel Anthroposophen sein müssen. Es gibt mal immer wieder Ausnahmen, aber... Übrigens gibt es neben dem konfessionellen Religionsunterricht, evangelisch-katholisch, auch anthroposophische Schulung, wer das möchte, und eben den Kultus der Christengemeinschaft. Das wird auch angeboten, zumal ja die Christengemeinschaft auch ihre Versammlungen meistens in der Nähe der Waldorfschulen hat. In Pforzheim ist es in der Stadt, aber sonst ist oft auch auf dem Gelände, etwa in Tübingen, ist es direkt bei der Schule. Betrachtet man die Beispiele, dann kann man dem Pädagogen Wolfgang Schneider nur zustimmen, der fordert, die weltanschauliche Komponente der Waldorfpädagogik endlich offen zuzugeben. Und zwar in der Zeitschrift erschienen sein Aufsatz »Die Waldorfschulen, eine pädagogische Herausforderung« in der Vierteljahresschrift für wissenschaftliche Pädagogik Nummer 4, 1992, Seite 463, daraus folgendes Zitat von einmal von pädagogischer Seite, ich bin ja eher Theologe, zwar auch Pädagoge nebenher noch, aber Theologe. Ein Pädagoge sagt hierzu, im Übrigen zeigt Steiners Sprache eindeutig, dass es ihm um eine weltanschauliche Schule geht, wenn er etwa betont, dass der Lehrplan von dem bestimmt ist, was als Menschenkenntnis vorhanden ist. Wenn er die Lehrer auffordert, im Auftrag und in Verbindung mit geistigen Mächten zu arbeiten, beziehungsweise das sind immer Zitate jetzt im Zitat, vom Standpunkt einer wirklichen Weltanschauung zu erziehen und wenn er ein Eindringen ins übersinnliche Leben als Voraussetzung für die Erziehung ansieht. Waldorfschulen sind deshalb Weltanschauungsschulen, sagt hier ein Pädagoge. Dies zuzugestehen, dies zuzugeben endlich, das würde der sachlichen Diskussion um deren Inhalte nur nützlich sein. Sonst wird man zu Recht den Vorwurf des Etikettenschwindels erheben dürfen. Zitat Ende. Soweit mal zum Bedenken.
Auch die nordelbische evangelisch-lutherische Kirche stellt im Blick auf die Waldorfpädagogik in einer Orientierungshilfe fest, ich zitiere, Anthroposophie wird im Unterricht zwar nicht gelehrt, ist aber die Grundlage allen pädagogischen Tuns. Zitat Ende. Aber es wird eben doch manches auch eingeflossen. Nun stellt sich natürlich die Frage und bleibt zu fragen, was macht Waldorfschulen, Rudolf-Steiner-Schulen, Kindergärten und so weiter, auch für Nicht-Anthroposophen so interessant und attraktiv? Nun, was bewegt so viele Eltern dazu? Sicherlich die Tatsache, dass sie, zumindest vordergründig gesehen, in rein pädagogischer Hinsicht manche Vorteile gegenüber anderen Schulen und Kindergärten aufweisen. So gibt es, wie schon erwähnt, nicht den starken Leistungsdruck, wie in staatlichen Schulen, man kann nicht sitzen bleiben, das musische und handwerkliche Element wird stärker gefördert. Allerdings, pädagogisch nun einmal gesehen, kann sich der geringere Leistungsdruck auch negativ auswirken. Dann nämlich, wenn das Kind in den harten Berufsalltag kommt und nicht gewohnt ist, sich auf besondere Leistungsanforderungen einzustellen. Das sind dann manche schon weggekippt, nicht? In dieser Situation. Ist der Ausschlag noch vorhanden? Es würde jetzt zu weit führen, auf die pädagogische Diskussion einzugehen. Dazu gibt es inzwischen eine Fülle von Literatur. Ich möchte hier den Schwerpunkt ja legen auf das theologische, christliche. Es gibt natürlich Stärken und Schwächen in staatlichen und in anthroposophischen Schulen. Das möchte ich auch gar nicht verschweigen. Und eine wirkliche Alternative ist meines Erachtens die Gründung von Bekenntnisschulen, von ja, christlichen Schulen, wenn man so will. Es gibt ja auch einige Kinder unter uns, die in solche Schulen gehen. Hier ist es nicht schwer zu raten, wer das sein könnte. Nicht? Wie ist es eigentlich mit der Luft? Ist es noch gut? Sonst mach ruhig mal die Tür auf, dann bläst du ein bisschen durch und du kannst das Fenster ruhig ein bisschen auflassen. Kannst du auf den Stuhl sitzen. Danke. Ja. Rudolf Steiner hat, das möchte ich doch noch erwähnen, und das macht halt auch das auch für viele attraktiv, pädagogische Konzeptionen übernommen, die zu seiner Zeit ausgebildet worden waren. Und das mit eingebaut in die Waldorfschulen. Zum Beispiel die Ganzheitsschule von Hugo Gaudig, die den jungen Menschen in seiner Ganzheit von Leib, Seele und Geist bilden möchte, dass der Mensch zu freier geistiger Selbsttätigkeit kommt. Dann hat er übernommen die Arbeitsschule von Georg Kerschensteiner, das handwerkliche Arbeiten in der Schule also und den Epochenunterricht, das heißt, dass man nicht in jeder Stunde etwas anderes behandelt, sondern auch mal eine ganze Woche oder längere Phasen am Stück Mathematik und dann wieder Deutsch, also auch epochalen Unterricht. Und schließlich das Modell der Lebensgemeinschaftsschule von Peter Petersen mit dem Gedanken der Schulelterngemeinde. Solange es nicht so laut ist, geht es vielleicht. Wenn es zu kalt wird, müsst ihr das sagen. Wir werden also ein bisschen geöffnet jetzt. Das hat Rudolf Steiner übernommen, diese Dinge, die sicherlich bedenkenswert sind. Es geht mir auch gar nicht darum, jetzt irgendwas schlecht zu machen. Ich muss aber nur warnen vor okkulten Elementen. Das ist, denke ich, mein Auftrag auch da zu sagen. Da sollte man dann aufpassen. Und das ist nun leider das, was Rudolf Steiner selber auch vor allem eingebracht hat. Diese okkulten Elemente, die Vier-Leiber-Lehre, die 7-Jahres-Rhythmen dann auch im Unterricht, wann die einzelnen Leiber ausgebildet werden. Die Vorstellung, dass die Lehrer dem Kind die Inkarnationshilfen geben sollen, Hilfen zur Verkörperung ihrer verschiedenen Leiber und Ähnliches. Und deshalb kann ich mich, ich bin zwar nicht mit allem einig, was diese Synoden sagen, das möchte ich doch mal bemerken, aber was hier die nordelbische Kirche in ihrer Orientierungshilfe sagt über die Waldorfpädagogik, dem kann ich mich in diesem Punkt nur anschließen. Sie schreiben Folgendes: Jedenfalls sollen evangelische Eltern sich darüber nicht täuschen lassen, dass der gesamte Waldorfunterricht auf fundamentalen Inhalten aufbaut, die mit den Inhalten, die einem biblisch orientierten Unterricht zugrunde liegen, nicht in Übereinstimmung zu bringen sind. Mal ein klares Wort, zumindest in der Richtung von der Kirche. Zitat Ende. Und nun kommen wir zum nächsten. Wir können da nachher Fragen stellen, aber da es auch aufgenommen wird, möchte ich es einfach am Stück jetzt darstellen. Sie verstehen sich, aber notieren Sie sich, wenn Sie Fragen haben. Die Kassetten werden auch aufgezeichnet. Wenn Sie was bestellen möchten, dann schreiben Sie Ihren Namen auf. Und ich habe auch gestern ja Listen ausgelegt. 3 habe ich noch da, wo Sie sich auch eintragen können, dann kommt es nachher einfach vor. Nun aber möchten wir weiterfahren bei der Medizin. Ja,
die Veleda und Vala Medizin. Auch in der Medizin der Anthroposophie wird altes Mysteriendenken wiederbelebt, so ähnlich wie in der Eurythmie. Die Medizin wurde von Rudolf Steiner in mehreren Stufen entwickelt, nicht von ihm allein übrigens, er war ja kein Mediziner von Haus aus, sondern zusammen mit der jungen holländischen Ärztin Ita Wegmann. Ita Wegmann, so ist auch die Klinik in Arlesheim seit 1971 benannt, nach dieser Mitbegründerin der anthroposophisch geprägten Medizin. Bereits 1911 allerdings hatte Rudolf Steiner in Prag einen Vortragszyklus gehalten über okkulte Physiologie. Vom 21.03. bis 9.04.1920 sprach er in Dornach vor etwa 35 Ärzten und Medizinstudenten über Geisteswissenschaft und Medizin. Und 1925 schließlich kam posthum nach seinem Tod zusammen mit Ita Wegmann verfasstes Buch heraus, Grundlegendes für eine Erweiterung der Heilkunst. So also das bekannteste medizinische Werk von Wegmann und Steiner gemeinsam verantwortet. Nun, worum geht es in der anthroposophischen Medizin? Sie beruht auf der Ansicht, natürlich, dass der Mensch aus vier Leibern besteht. Physischer Leib, Ätherleib, Astralleib, Ichleib. Ist es übrigens auch die biblische Lehre vom Menschen. Vier Leiber. Nun, da wird überhaupt in der Bibel gelehrt, dass der Mensch eine Einheit ist aus Leib, Seele und Geist. Es stirbt zwar der irdische Leib beim irdischen Tod, aber das unsichtbare Wesen des Menschen, das man sicherlich als Geist im biblischen Sinne bezeichnen kann, lebt weiter, wird aber nicht wieder verkörpert, sondern wartet seiner Auferstehung am jüngsten Tag und dann bekommen wir auch eine neue Leiblichkeit. Aber es ist nirgends die Rede von Astralleib, Ätherleib, Ichleib, Geist selbst und allem. Das sind Fantasieleiber, die also hier aus der Esoterik eingeflossen sind, auch in die Anthroposophie. Aber hier diese Vierleiberlehre. Wir werden gleich noch einige Diagnose- und Therapieverfahren betrachten im Zusammenhang damit. Aber es gibt nicht nur die Vierleiberlehre in der anthroposophischen Medizin, sondern auch eine Aufteilung des Menschen in drei Systeme. Ich lasse jetzt mal ohne Schaubilder. Drei Systeme, das Nerven-Sinnes-System, das Stoffwechsel-Gliedmaßen-System und das rhythmische System. Zwischendurch darf ich mal sagen, ich bin also auch kein Mediziner. Ich gebe das jetzt mal als medizinischer Laie so wieder. Sie mögen es also entschuldigen. Aber das Nervensinnessystem, in diesem herrscht das Geistige vor. Das Geistige in Bewusstsein und Denken. Nerven, Sinne, ja, Geistiges. Dann das Stoffwechsel-Gliedmaßensystem. Hier dominieren das leiblich-vegetative und der Wille, natürlich der Wille, der die Gliedmaßen in Bewegung setzt, ja, ganz logisch. Und dann das rhythmische System mit dem Schwerpunkt auf dem seelisch-gefühlsmäßigen in Atmung und Herztätigkeit. Rhythmisch, was immer die gleichen Rhythmen sind, Atmung und Herz, hat sich schon was dabei gedacht, natürlich. Das rhythmische System nun aber stellt den Ausgleich dar zwischen den beiden anderen Systemen, die einander polar gegenüberstehen, so wird gelehrt. Und nun, diese Polarität ist ein typisch esoterischer Gedanke wiederum. Sie begegnet immer wieder, so etwa bei Steiner, im Gegensatz von Luzifer und Ahriman, von Geistigem und Materiellem, zwischen welchen nun der Erdgeist, der zum Erdgeist werdende Christus-Sonnengeist ausgleichend eintritt. Luzifer als Geistiges, Ahriman Materielles, der Christus-Sonnengeist tritt ausgleichend dazwischen ein. Manche haben es ja schon gehört. Und dieses polare Weltbild, das einen Vorläufer besitzt, zum Beispiel in Gestalt des chinesischen Taoismus, hat auch bei der anthroposophischen Medizin Pate gestanden. In der chinesischen Lehre des Tao, der Weg von Lao Tse, Tao Te Ching, oder Tao kann man es auch aussprechen. Wir haben also gehört von der Lebensenergie Qi, die sich in der Polarität von Yin und Yang entfaltet, so in der chinesischen Religion, sehr geprägt vom Taoismus. Und das ist polare Gegenüber, finden wir auch in der Esoterik, im New Age-Denken, in der Anthroposophie. Krankheit entsteht nach Steiner als eine Störung dieses polaren Gleichgewichts und Gesundheit kann erreicht werden, wenn das Gleichgewicht zwischen den verschiedenen Leibern oder Systemen wiederhergestellt wird. Nun, die anthroposophische Heilkunst findet heute im Zeitalter des alternativen Denkens viel Anklang. Die Menschen suchen nach Medikamenten und Therapieformen ohne Nebenwirkungen und auf natürlicher Basis.
Also ich darf vielleicht sagen, ich persönlich, wenn ich krank bin, wende auch Tees und Säfte an. Aber ich möchte nur sagen, keine esoterischen Mittel. Das werde ich noch unterscheiden, auch gleich. Ohne Nebenwirkungen auf natürlicher Basis, wobei natürlich Nebenwirkungen, jedes Medikament hat auch Wirkungen. Außerdem wurde in der psychosomatischen Medizin zunehmend die Einheit von Leib, Seele und Geist erkannt. Sicherlich ein richtiger Erkenntnisfortschritt. Und die Alternativmedizin hat in dieser Hinsicht vor der Schulmedizin einiges voraus, da sich die letztere lange Zeit nur auf einzelne Körperteile spezialisiert hat. Also wir sollen natürlich den ganzen Menschen berücksichtigen, wenn eine Krankheit vorliegt. Jetzt nicht nur das Auge, sondern auch sehen, was hat das Auge eingewirkt zum Beispiel und ähnliches. Aber ist die anthroposophische Medizin wirklich nur als harmlose Alternativmethode ohne schädliche Nebenwirkungen zu betrachten? Fragezeichen. Oder können sich hier Nebenwirkungen auf einer ganz anderen Ebene, nämlich in Gestalt einer okkulten Belastung ergeben? Das ist eine ernste Frage, die sich gerade auch Christen natürlich stellen. Nun, nach allem, was wir bisher über die Anthroposophie und ihren Begründer herausgefunden haben, was würden Sie sagen? Es sind Gefahren vorhanden, okkulter Art. In der Tat ist es deutlich, dass die anthroposophische Medizin in ihren spezifischen Erkenntnissen auf okkulten, im Sinne von heidnisch-magischen Prinzipien beruht. Ich möchte damit jetzt nicht alle Naturheilmedizin ablehnen, das dürfen Sie nicht verwechseln, bitte. Ja, sondern es geht um die speziell anthroposophischen Dinge. Zunächst einmal zur Diagnostik. Wie werden Krankheiten erkannt? Von Rudolf Steiner. Es gibt hier für ihn ein intuitives Erkennen der Krankheit. Natürlich wenden anthroposophische Ärzte auch normale Verfahren an, das ist ja gar keine Frage. Aber Steiner speziell hat nun ein intuitives Erkennen noch zusätzlich gebracht und als Überbietung dessen, was normalerweise angewendet wird, Blutdruck und alles so. Nicht? Eine der ersten Ärztinnen am Klinisch-Therapeutischen Institut in Arlesheim, in diesem anthroposophischen Zentrum, Grete Kirchner-Bockhold, beschreibt Steiners Vorgehen bei den dortigen Krankenbesuchen mit folgenden Worten. Ich zitiere Grete Kirchner-Bockhold. Sie sagt: Für jeden seiner Besuche bereiteten wir sorgfältig alles vor. Analysen und Untersuchungsbefunde lagen bereit. Also die waren schon gemacht, ja? Das bestreitet auch keiner. Aber dann sah er sich alles genauestens an. Dann aber, als die Patienten vor ihm standen, war seine Methode, Steiners Methode, völlig verschieden von der hergebrachten. In scharfer Konzentration schaute er auf den Patienten. Sein Blick wandte sich den übersinnlichen Wesensgliedern dieses Menschen zu. Und jetzt der entscheidende Satz, ihm, nämlich Rudolf Steiner, war es möglich, mit exaktem Hellsehen die Ursache der Krankheit zu erforschen. So konnte er einmal bei einem Patienten, der jahrelang an Ekzemen gelitten hatte, sagen, die Ursache liege in einer Vergiftung, die er sich als Kind zugezogen hatte. Der Patient konnte sich zunächst an nichts erinnern. Dann aber fiel ihm ein, dass er etwa in seinem 9. Schuljahr versehentlich im Physiksaal Salzsäure getrunken hatte. Die jahrzehntelang zurückliegende Ursache der Erkrankung hatte Rudolf Steiner in dem heute vor ihm stehenden Menschen wahrgenommen. Soweit Grete Kirchner-Bockhold. Naja, ich wundere mich natürlich bei der Salzsäure. Da ist jetzt Wasser drin, ne? War noch lieb. Wie viel Salzsäure kann man eigentlich verkraften, wenn man die trinkt? Aber bis das unten ankommt, ist das Schlund schon zerfressen, denke ich. Aber gut, mit dieser Einzelfrage müssen wir uns nicht beschäftigen. Aber Sie sehen, es handelt sich ja um Hellsehen. In der Bibel wird ja ganz deutlich gewarnt, ich habe schon mal zitiert, 5. Mose 18, es soll niemand unter dir gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt oder Wahrsagerei, Hellseherei, geheime Künste oder Zauberei treibt oder Bannungen oder Geisterbeschwörungen oder Zeichendeuterei vornimmt oder die Toten befragt. Denn wer das tut, ist dem Herrn ein Gräuel. 5. Mose 18.
Ein weiteres Beispiel aus dem Werk Grundlegendes für eine Erweiterung der Heilkunst. Eine 26-jährige labile Patientin klagt über Rückenschmerzen, wird hier berichtet von Steiner und Wegmann. Als Diagnose ergibt sich ein Ungleichgewicht der verschiedenen Leiber, Ätherleib, physischer Leib, Astralleib, Ichleib. Die sind im ungleichen Verhältnis, also nicht im harmonischen Verhältnis. Wörtliches Zitat nun aus dem Werk Steiners Wegmanns. Die übermäßige Eigentätigkeit des Astralleibes, also des Sternenleibes, bewirkt, dass zu wenig Kräfte von diesem in den physischen Leib und Ätherleib überströmen. Als Therapie wird eine Dämpfung des Astralleibes empfohlen. Die übermäßige Eigentätigkeit des Astralleibes lässt sich bekämpfen durch kleinste Dosen von Blei, Plumbum. Innerlich genommen, Blei zieht den Astralleib zusammen und weckt in ihm die Kräfte, durch die er sich stärker mit dem physischen Leib und dem Ätherleib verbindet. Zitat Ende. Also Sie merken, voll in diesem esoterischen Denken mit den verschiedenen Leibern. Probieren Sie es ruhig mal aus, nee, lieber nicht, ob dieses Blei mit dem Astralleib zusammenzieht, zumal es gar keinen Astralleib gibt, das nur nebenbei bemerkt. Aber nun wird es noch etwas ernster. Die anthroposophischen Heilmittel werden nämlich hergestellt, und jetzt trete ich in ein noch größeres Fettnäpfchen, gerade auch unter Christen, auf der Basis der Homöopathie Samuel Hahnemanns. Vielleicht haben Sie davon schon gehört. Ich persönlich halte auch die Homöopathie für fragwürdig. Möchte ich deutlich sagen, ich habe das früher auch gemacht, aber inzwischen mache ich es nicht mehr. Aber Homöopathie ist nicht das gleiche wie Pflanzentherapie. Möchte ich ganz klar auseinanderhalten. Homöopathie arbeitet auf geistige Weise. Pflanzentherapie substanziell stofflich. Das ist ein Unterschied. Phytotherapie, letzteres. Also wenn man Kräuterextrakte oder irgend sowas verwendet oder Tees, sind das substanzielle Wirkungen. Während die Homöopathie geistige Prinzipien heranzieht. Ich möchte es gleich mal verdeutlichen. Ich zitiere extra einen Anthroposophen hierzu, weil die Sache ja auch so umstritten ist, auch unter Christen. Der Anthroposoph Adolf Baumann schildert den Vorgang, wie die Heilmittel hergestellt werden. In der Homöopathie und natürlich dann auch in der Anthroposophie. Zitat aus dem ABC der Anthroposophie von Baumann. Als Trägersubstanz oder Medium, mit der der Heilstoff verdünnt wird, dienen in der Regel Wasser oder Alkohol und Milchzucker, wenn es sich um eine Verarbeitung von fester Substanz handelt. Was für die Befreiung der Heilkräfte aus den Substanzen eine Rolle spielt, ist dabei nicht der Vorgang der Verdünnung, sondern die Aufschließung der materiellen Substanz durch gründliches Verschütteln bzw. Verreiben bei jedem Verdünnungsschritt. Also besprechen, das ist jetzt nicht das Thema hier, wie manche meinen, sondern es geht um die Potenzierung, die Kraftanreicherung. Ich zitiere weiter. Höhere und hohe Potenzen, Potenz kommt übrigens von Kraft, Potentia lateinisch, Energie, Kraft. Höhere und hohe Potenzen, wie beispielsweise D12, also 1 zu einer Billion, oder gar D30, sind so gewaltige Verdünnungen, dass nach mathematischer Berechnung eine medizinisch angewandte Qualität eines Heilmittels mit größter Wahrscheinlichkeit kein einziges Atom der potenzierten Heilsubstanz mehr enthält. Ja. Übrigens, Sie können es daran sehen, ob D oder C auf den Arzneien steht. D heißt Dezimalpotenz, C heißt Zentesimalpotenz, Dezim von 10 und Zentesimal von 100. Das sind diese Verdünnungsstufen, die da angegeben werden. Ist es zu kalt oder heiß? Es darf nur nicht lau sein. Sie wissen ja, Offenbarung, wird doch heiß oder kalt wär's. Nun, Sie lachen, aber es ist eine tiefe biblische Wahrheit. Es gilt nun fürs Leben als Christ, tatsächlich, liebe Geschwister. Aber der Anthroposoph Baumann, ich zitiere ihn weiter, er schreibt also hier, höhere und hohe Potenzen wie D12 oder gar D30 sind so gewaltige Verdünnungen, dass nach mathematischer Berechnung kein einziges Atom
mehr enthalten ist. Und weiter, aus seiner geisteswissenschaftlichen Forschung bestätigt Steiner jedoch, dass besonders in so hohen Potenzen starke geistige Kraftwirkungen der verdünnten physischen Substanz freigesetzt sind. Geistige Kraftwirkungen. Er erklärt sie als eine Art geistige Essenz der materiellen Substanzen, welche ihrerseits wieder nichts anderes sind, als in einem langen Prozess der Erdentwicklung zu irdischer Dichte geronnene geistige Kräfte. Zitat Ende. Geistige Kräfte, die hier als sich einer Trägersubstanz bedienen. Es handelt sich also hier nicht, wie etwa bei der Phytotherapie, um eine natürliche pflanzliche Heilweise, sondern ganz klar, wie Baumann selber hier bestätigt, um eine Form der geistigen Heilung, man kann auch sagen der Geistheilung, der übersinnlichen Geistheilung, der eine Trägersubstanz zugrunde liegt. Die homöopathische und damit auch anthroposophische Wirkung erfolgt nicht substanziell, etwa durch Pflanzenwirkstoffe. Man kann vielleicht was unter D6 noch vermuten, dass substanzielle Wirkungen auch da sind. Ja, das wird diskutiert, aber über D6 dann ist die Verdünnung so gewaltig, dass es sich nur noch geistig erklären lässt. Ich weiß, dass es verschiedene Erklärungsversuche heutzutage gibt, aber ja, die Diskussion ist noch nicht wirklich geführt worden letztendlich. Jedenfalls, es gibt hier einen Mediziner, Georg Müller, der über dieses Thema promoviert, also seinen Doktor macht. Ich bin ja nur Laie medizinisch, deshalb muss ich mich auf solche Autoritäten jetzt hier berufen bei diesem schwierigen Thema. Und er sagt in seinem Buch Heilkraft durch Verdünnen, Georg Müller, Folgendes. Wenn nun die hintergründigen Vorstellungen über Simile-Regel, Lebenskraft und Potenzenlehre bekannt sind, überrascht es nicht, dass Hahnemann der Heilkraft des animalischen Magnetismus beinahe das gleiche Vertrauen schenkte wie der selbstentwickelten homöopathischen Heilkunst. Dies bestärkt die Annahme, dass letztlich der sogenannte Geist der Homöopathie aus ähnlichem okkultem Wissen gespeist wird, wie es offensichtlich für den Mesmerismus gilt. Das ist diese Heilung durch magisches Bestreichen. Sowohl die Ähnlichkeitsregel oder Simile-Regel, Ähnliches wird durch Ähnliches geheilt, ja, kann jetzt nicht alles ausführen, als auch die Potenzenlehre oder Dynamisation, die Kraftanreicherung, entspringen beide magisch-kosmischen Religionsvorstellungen. Die Homöopathie, so folgert Georg Müller, ist kein Naturheilverfahren, sondern eine übernatürliche Heilkunst. Wenn Gott auf übernatürliche Weise das Leben des Menschen beeinflusst, bedient er sich seiner unmittelbaren geistlichen Macht. Andere Mächte, welche Namen sie auch tragen, wirken außerhalb und somit in Opposition zu Gottes Geist. Zitat Ende. Nun, möge sich jeder selber vielleicht mit diesen Fragen beschäftigen. Es gibt Literatur auch aus christlicher Sicht, Pro und Contra Homöopathie. Ich möchte es ausdrücklich erwähnen. Ich habe hier auch nicht der Weisheit letzter Schluss als medizinischer Laie. Aber was eindeutig ist, in der anthroposophischen Heilweise wird das Geistige noch mehr betont als bei den Homöopathen. Da geht es also noch mehr um die Frage, welcher Geist wirkt denn hier letztendlich? Und da ist dann die Frage, wovon war Steiner geprägt? Das habe ich ja gestern dargestellt. Und wir sehen ja, er ist sehr stark geprägt von diesen ganzen esoterischen Systemen, dem Okkultismus. Und da sollten wir, denke ich, als Christen doch vorsichtig sein. Hellhörig kann uns auch der Name Veleda machen. Denn wer war eigentlich Veleda? Möchte ich am Schluss der medizinischen Darstellung noch fragen. Wer war Veleda? Nun, es war eine germanische Heilpriesterin am Oberlauf der Lippe, die bald nach ihrem Tod als Göttin verehrt wurde. Daneben begegnet der Name Veleda als Rangbezeichnung für die hohe Priesterin an keltischen Druidenstätten, die dort magische Rituale vollführte. Also beides heidnische Priesterinnen und Gottheiten. Ich denke, auch für das ist für einen Christen auch sehr fragwürdig dann. Und da können wir gleich zum nächsten kommen, Demeter. Genau das gleiche, eine griechische Göttin, nämlich die Göttin der Fruchtbarkeit. Nicht? Und damit sind wir auch schon beim letzten praktischen Kapitel, bevor ich noch kurz was über Anthroposophie New Age sage. Demeteranbau, biologisch-dynamische Land- und Gartenwirtschaft oder Gartenbau.
In der von Rudolf Steiner entwickelten biologisch-dynamischen Landwirtschaft gelten ebenfalls Stoffe als Geistträger, als Träger der Erd- und Kosmoskräfte. Und ich möchte auch hier vorausschütten, wir wollen das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Es gibt, ich bin auch ein großer Anhänger von natürlichen Anbauweisen, genauso wie von natürlichen Heilweisen. Ich war selber 20 Jahre Mitglied im Naturheilbund, kenne diese Dinge recht gut. Aber was nun in dieses Okkulte geht, das lehne ich ganz klar ab. Und da das immer mehr eindrang in diese Kreise, bin ich dann schließlich dort auch ausgetreten, vor einigen Jahren erst, als ich schon lange Christ war. Nun, leider wird es auch da immer esoterischer. Es war zum ersten Mal mir jetzt aufgefallen, dass jetzt ja, als wir das letzte Seminar hier hatten mit Professor Franzke gleichzeitig, sicherlich auch kein Zufall, die Plakate hängen zum Teil jetzt noch in Pforzheim, eine große Veranstaltung war in der Stadthalle, Esoterik steht drüber und dann Gesundheitstage. Also Esoterik und Gesundheit wird geradezu in eins gesetzt. Das ist natürlich ganz raffiniert gemacht, aber es sind zweierlei Dinge. Gesundheit auf diesem Wege ist keine Gesundheit, wie Gott sie uns ermöglichen will. Nun, in der Landwirtschaft gelten ebenfalls Stoffe als Geistträger, als Träger der Erd- und Kosmoskräfte. Und die biologisch-dynamischen Präparate werden also mit Kraft aufgeladen. Dynamisch heißt ja mit Dynamis erfüllt. Dynamis ist also griechisch und heißt Kraft oder Energie. Im Grunde das gleiche Wort wie Potentia bei der Potenzierung in der Medizin. Das kosmische Kraft- oder Energieprinzip aus der übersinnlichen Welt. Und deshalb werden auch astrologische Konstellationen einbezogen. Im Aussaatkalender von Maria Thun werden also regelrechte Horoskope für die Aussaat gestellt, für die Pflanzen. Und alchemistische Prozesse. Die kosmische Energie soll eingefangen werden. Als Beispiele betrachten wir zwei Zitate aus Rudolf Steiners 1924 gehaltenem landwirtschaftlichen Kurs auf Gut Koberwitz. Da empfiehlt er zum Beispiel gegen Feldmäuse folgendes Rezept. Ich zitiere Band 640, Seite 159 und 160. Wir verschaffen uns zur Zeit des Stehens der Venus im Zeichen des Skorpions diesen Mäusebalg und verbrennen da diesen Mäusebalg, nehmen sorgfältig dasjenige, was sich da jetzt entwickelt durch das Verbrennen der Asche, überhaupt an Bestandteilen, die herausfallen, und in dem, was dadurch das Feuer vernichtet wird, bleibt jetzt übrig die negative Kraft gegenüber der Reproduktionskraft, also Vermehrungskraft, der Feldmaus. Wenn Sie nun den auf diese Weise gewonnenen Pfeffer ausstreuen auf Ihre Felder, wenn er richtig bei der Hochkonjunktion von Venus und Skorpion durch das Feuer hindurch geleitet worden ist, so werden Sie darin ein Mittel haben, dass die Mäuse dieses Feld meiden. Zitat Ende. Hier verbinden sich Astrologie, Magie und Analogiezauber miteinander. Also die Hochkonjunktion von Venus und Skorpion, Magie und der Ähnlichkeitszauber. Ne? Die toten Mäuse sollen die Lebenden abschrecken. Ich meine, es könnte ja vielleicht sein, dass die merken, dass dann eine tote Maus ist und sich das auch abschrecken lassen. Aber diese Begründung ist also durch und durch okkult hier, nicht? Mit diesen Sternzeichen. Wir können nachher gerne noch... Vielleicht, ja. Wie? Diese Methode hat unter dem Strich gemeint, einen Einfluss auf die Lage direkt keineswegs. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass es einen Einfluss hätte. Eben. Ja. Als landwirtschaftlicher Laie könnte ich mir vielleicht vorstellen, wenn die merken, dass da irgendwas von einer toten Maus ist, dass sie denken, das riecht dann und sie merken das vielleicht instinktiv. Das könnte sein. Also, aber diese esoterische Zubereitung, das ist natürlich sehr problematisch. Nun der Dünger im Kuhhorn. Dazu sagt Steiner folgendes, auch ein Zitat, Seite 98 folgende. Etwas Lebensstrahlendes und sogar astralisch Strahlendes haben Sie im Horn, der Kuh. Es ist schon so, würden Sie im lebendigen Kuhorganismus herumkriechen können, so würden Sie, wenn Sie drin wären, im Bauch der Kuh das riechen, wie von den Hörnern aus das astralisch Lebendige nach innen strömt.
Also ich möchte erklären, die Hörner sind wie Antennen, deshalb von den Sternen, die kosmische Kraft wird also über die Antennen eingefangen nach innen. Wenn man im Bauch der Kuh wäre, würde man das spüren. Ich bringe bewusst wörtliche Zitate. Das Riechen wie von den Hörnern aus, das astralisch Lebendige nach innen strömt. Sehen Sie, dadurch, dass wir nun das Kuhhorn mit seinem Mistinhalt eingegraben haben, dadurch konservieren wir im Kuhhorn drinnen die Kräfte, die das Kuhhorn gewohnt war, in der Kuh selber auszuüben, nämlich rückzustrahlen dasjenige, was Belebendes und Astralisches ist. Von den Sternen also kommt Astra. Und es wird der Mistinhalt des Kuhhorns mit diesen Kräften innerlich belebt. Das ganze Lebendige wird konserviert in diesem Mist. Zitat Ende. Also, wiederum Astrologie, Magie, Analogie, Zauber, die Kuh hat bei Antennen und hier wird die Kraft eingesaugt. Und wenn dann in dem Kuhhorn das Präparat hineingetan wird, dann kann es besonders diese Kräfte ansammeln, wird behauptet. Nun, natürlich, es kann sein, dass das Kuhhorn, ich versuche immer noch eine Erklärung zu finden. Abend. Es kommt noch ein, kann man noch irgendwo einen Platz machen? Ja, schön. Herzlich willkommen. Es wurde alles aufgezeichnet, ich brauche nicht verzweifeln. Ja, zum Sommerberg. Ja. Ja. Das tut mir leid, das waren Sie auf dem falschen Berg, aber Sie haben uns noch gefunden. Herzlich willkommen. Da wollen wir auch ein bisschen Luft reinlassen. Die Dame extra so weit gewandert ist. Das ist ein Glas Wasser da nachher vielleicht. Unser Hausvater gibt Ihnen nachher noch was zu trinken. Wir sind also jetzt schon beim letzten Teil, beim biologisch-dynamischen Landbau, Demeter. Und wir haben festgestellt, hier verbinden sich Astrologie, Magie und Analogiezauber miteinander. Demeter, wie schon gesagt, war die heidnische Fruchtbarkeitsgöttin der Griechen. Und das ist von anderen biologischen Landbaumethoden, die solche okkulten Methoden nicht anwenden, zum Beispiel von der biologisch-organischen oder integrierten Wirtschaftsweise, klar zu unterscheiden. Ich wollte nur sagen, es kann sein, dass das Kuhhorn natürlich Mineralien enthält, die dem Präparat gut tun. Das könnte eine natürliche Erklärung sein. Hier sind ja auch Gartenfachleute unter uns. Aber auch wiederum diese Erklärung mit den kosmischen Kräften, die ist also völlig abwegig und eben auch unbiblisch. Ich weiß nicht, reicht die Zeit noch, dass ich noch was über die Christengemeinschaft sage? Besteht Interesse daran? Die anthroposophische Christengemeinschaft. Wie viel Zeit haben wir noch hier? Ja, noch 25 Minuten. Gut. Rudolf Steiners Tätigkeit beschränkte sich nicht auf Kunst, Politik, Politik konnte ich jetzt auch nicht ausführen leider, Pädagogik, Medizin und Landwirtschaft. Auch auf dem Gebiet der Theologie hat er sich immer wieder versucht. Im Juni und September 1921 fanden erstmals Theologenkurse statt, bei denen Steiner seine Gedanken für eine kultisch-religiöse Erneuerung weitergab. Die Initiative dazu ist von Theologen ausgegangen, wie dem bekannten evangelischen Pfarrer Friedrich Rittelmeier. Der war früher mal evangelischer Pfarrer, ist dann zur Anthroposophie übergetreten. Vor allem aber ging es aus von jungen Theologiestudenten, zum Beispiel Emil Bock und Rudolf Frieling, die mit der Situation der in Kirche und Pfarrerausbildung nach dem Ersten Weltkrieg unzufrieden waren. Ich möchte jetzt kurz machen, es gab verschiedene Kurse, Theologenkurse. Beim ersten in Stuttgart waren 18 junge Menschen dabei, beim zweiten in Dornach über 100, darunter viele Zaungäste, etwa der Nürnberger Pfarrer und Freund Rittelmeiers Christian Geier, der sich dann der Anthroposophie doch nicht anschloss, und der bereits damals bekannte Theologe und Philosoph Paul Tillich, der aus Neugierde gekommen war, aber den Weg dann nicht mitging, obwohl Tillich natürlich manche Ähnlichkeiten hat in seiner Theologie, wer sich mit der Tillichschen Theologie sehr stark auch von C.G. Jung wiederum geprägt und Ähnlichem auskennt. Sehr symbolische Deutung des Christusgeschehens. Das wäre ein Thema für sich. Ich halte von Tillich nicht sehr viel, muss ich ehrlich sagen. Also ich finde es sehr problematisch, was er lehrt. Da ist Barth trotz aller Kritik doch noch etwas besser. Das wäre ein anderes Thema nochmal. Aber dann der entscheidende dritte Theologenkurs fand vom 7. bis 22.09.1922 in Dornach statt.
Und während dieses dritten Theologenkurses wurde am 16. September 1922 von Friedrich Rittelmeier die erste Menschenweihehandlung, also es heißt nicht Gottesdienst, sondern Menschenweihehandlung, zelebriert. Die Priesterweihe in Anführungsstrichen an den über 40 Teilnehmern vollzogen und damit die Christengemeinschaft gegründet, die sich auch Bewegung für religiöse Erneuerung nennt. Rudolf Steiner fungierte als Berater und Helfer. Und doch war er mehr. Der Steiner-Biograf Gerhard Wehr berichtet, wie Rudolf Steiner nach der Priesterweihe durch die Reihen ging und jedem der Neugeweihten die Hände auflegte, also seine geistige Energie weitergab an diese. Und einer der ersten sogenannten Priester, Kurt von Wistinghausen, erinnert sich in einer Schrift daran mit folgenden Worten: Unauslöschlich hat sich uns das Bild eingeprägt, wie er, Rudolf Steiner, schlicht in seinem schwarzen Gehrock unter uns war und neben dem Altar stand, als Friedrich Rittelmeier in tiefer Andacht die erste Weihehandlung hielt. Mit mehr als wacher Aufmerksamkeit ruhte sein Blick auf dem Geschehen. Wie ein Pate höherer Ordnung trug er das hier geborene Geisteskind liebevoll auf die Welt und übergab es uns zu treuen Händen. Zitat Ende. Sie merken diese ungeheure Feierlichkeit der Sprache, die ja auch in der Menschenweihehandlung sehr zentral ist. Auch dieses stark mystische Element. Im Bericht des Anthroposophen Gottfried Husemann wird deutlich, dass zwar Friedrich Rittelmeier die erste Menschenweihehandlung zelebrierte, aber Steiner als der eigentliche geistige Schöpfer, als der Spender zu gelten hat. So schreibt Husemann: Nun führte Steiner uns unmittelbar in den Geist der Kultushandlung ein. Die Gegenwart des Christus muss herbeigeführt werden, sprach er. Im entscheidenden Augenblick erhob er sich von seinem Stuhl und trat, das Angesicht uns allen zugewendet, neben den Altar. Nehmt es hin, sagte er, aus geistigen Welten herunter erbeten. Nehmt es hin und vollbringt es, Kraft eurer eigenen Weihehandlung. Steiner. Auf uraltes Mysterienwissen wurde zurückgegriffen. Damit war die Christengemeinschaft als Bewegung für religiöse Erneuerung inauguriert unter Dr. Steiners Leitung und Anweisung. Er brachte die Substanz der Weihe. Zitat Ende von Husemann. Nun, liebe Freunde, aus dem letzten Bericht geht bereits hervor, was die Christengemeinschaft sein möchte. Eine kultische Bewegung, die Christentum, wie sie es versteht, mit uraltem Mysterienwissen vereinigt, aus den geheimen Tempeln und Ritualen. Dieses wird, wie der Anthroposoph Günter Wachsmuth erwähnt, vor allem realisiert in einem neuen Sakramentalismus auf der Grundlage der anthroposophischen Geisterkenntnis. Und nun muss man wieder die Begriffe unterscheiden. Wenn von Gott oder Christus hierbei die Rede ist, dann sind darunter kosmische Mächte zu verstehen, mit denen der Mensch kultisch oder hellseherisch in Kontakt treten kann, nach Steiner, und die ihn bei seiner evolutionären Höherentwicklung fördern. Die Lehren und Rituale der Christengemeinschaft sind eine eigenartige Mischung aus katholischen, protestantischen, anthroposophischen und naturreligiösen Elementen. Diese vier Wurzeln kann man sehen. Es wird alles verbunden miteinander. Äußerlich ähnelt die Christengemeinschaft dem Katholizismus. Sie hat also den Priester- und Wandlungsgedanken, eine reiche Liturgie, Weihrauch und so weiter. Innerlich ähnelt sie eher einem liberalen Protestantismus, einem liberalen wohlgemerkt. Sie vertritt die Freiheitsphilosophie, eine Feindlichkeit gegen festgelegte Lehren, also Dogmen, die Evolutionslehre und das Frauenpriestertum. Inhaltlich aber entspricht sie dem Denken der Anthroposophie in starker Betonung naturreligiöser Komponenten. So hat sie von Rudolf Steiner, um nur einige Beispiele zu nennen, Folgendes übernommen, zum Beispiel die Anschauung von den vier Leibern. Die Taufe etwa dient zur Inkarnation des physischen Leibes vollends, ja, das ist eine Inkarnationshandlung, auch die weiteren Sakramente dann.
zur Verkörperung. Ihr Verständnis der bei der Menschenweihenhandlung erfolgenden Kommunion, also eine Art abendmahlsähnliche Handlung, beruht auf der steinerschen Lehre von der Erde, die der Leib des Christus Sonnengeistes sei. Da alles von dem Christus Sonnengeist erfüllt sei, könne nun das Brot hingenommen werden, weil die Sonnenkraft nun darin wohne, durch das Mysterium von Golgatha. Ich habe ausführlich dargestellt, welche Unterschiede hier zum biblischen Verständnis bestehen. Kannst du nicht alles wiederholen? Christus also sei zum Erdgeist geworden und als solcher könne er in Brot und Wein empfangen werden, um den Menschen durch einen Impuls in der Evolution weiterzubringen. Und schließlich die Gemeinschaft mit den Verstorbenen, wie die Christengemeinschaft sie versteht, beruht auf Steiners wissenschaftlich verbrämtem Spiritismus in seinen Erkenntnissen höherer Welten. Abschließend hierzu möchte ich nun das neue Bekenntnis betrachten, das sich formal an das apostolische Bekenntnis aus altkirchlicher Zeit anschließt. Wer kennt denn das apostolische Bekenntnis? Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, Schöpfer des Himmels und der Erden und an Jesus, seinen eingeborenen Sohn, empfangen vom Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gekreuzigt, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten und so weiter. Ich glaube an den Heiligen Geist. Also, und jetzt nur mal zum Vergleich, ich muss das jetzt kurz sagen, entschuldigen Sie bitte, aber zum Vergleich nun, das neue Bekenntnis der Christengemeinschaft, wie es von Rudolf Steiner, soweit ich denke, noch überliefert wurde für Sie. Hören Sie erstmal genau hin, ich gebe dann noch eine Analyse zum Abschluss, damit Sie nochmal eine Lehrbeurteilung haben, wer die anderen Vorträge versäumt haben sollte. Da heißt es, ein allmächtiges, geistig-physisches Gotteswesen ist der Daseinsgrund der Himmel und der Erde, das väterlich seinen Geschöpfen vorangeht. Christus, durch den die Menschen die Wiederbelebung des ersterbenden Erdendaseins erlangen, ist zu diesem Gotteswesen wie der in Ewigkeit geborene Sohn. Wie der ewig geborene Sohn. In Jesus trat der Christus als Mensch in die Erdenwelt. Jesu Geburt auf Erden ist eine Wirkung des Heiligen Geistes, der, um die Sündenkrankheit an dem Leiblichen der Menschheit geistig zu heilen, den Sohn der Maria zur Hülle des Christus bereitete. Der Christus Jesus hat unter Pontius Pilatus den Kreuzestod erlitten und ist in das Grab der Erde versenkt worden. Im Tode wurde er der Beistand der verstorbenen Seelen, die ihr göttliches Sein verloren hatten. Dann überwand er den Tod nach 3 Tagen. Er ist seit dieser Zeit der Herr der Himmelskräfte auf Erden und lebt als der Vollführer der väterlichen Taten des Weltengrundes mit denen, die er durch ihr Verhalten dem Tod der Materie entreißen kann. Durch ihn kann der heilende Geist wirken. Gemeinschaften, deren Glieder den Christus in sich fühlen, dürfen sich vereinigt fühlen in einer Kirche, der alle Angehörigen, die die heilbringende Macht des Christus empfinden. Sie dürfen hoffen auf die Überwindung der Sündenkrankheit, auf das Fortbestehen des Menschenwesens und auf ein Erhalten ihres für die Ewigkeit bestimmten Lebens. Ja, so ist es. Haben Sie schon einige Unterschiede bemerkt zum apostolischen Glaubensbekenntnis? Wem ist denn was aufgefallen? Vielleicht mal ganz kurz. Fühlen. Noch was? Was wird denn hier aus Gott, dem Vater? Es wird hier aus ein unpersönliches Gotteswesen und ein Weltengrund. Ähnlich wie im Hinduismus, aber nicht wie im christlichen Glauben. Ja? Ein geistig-physisches Gotteswesen. Das ist etwas anderes als der persönliche, liebende Gott und Vater. Was wird aus Jesus Christus? Zunächst wird aus ihm der Christus, ja, immer wieder mit Artikel. Und Christus ist zu diesem Gotteswesen wie der in Ewigkeit geborene Sohn. Es ist also nicht der Sohn im Sinne, sondern ist ein Vergleich, ein Symbol. Und nun wird getrennt zwischen Jesus und dem Christus. Das heißt nicht Jesus Christus, sondern in Jesus trat der Christus als Mensch in die Erdenwelt.
Jesu Geburt auf Erden ist eine Wirkung des Heiligen Geistes, der, um die Sündenkrankheit an dem Leiblichen der Menschheit geistig zu heilen, den Sohn der Maria zur Hülle des Christus bereitete. Also die Sünde besteht darin, dass wir der Materie verfallen sind und die Erlösung ist Befreiung aus dem Materialismus. Das ist aber ein völliger Gegensatz zum christlichen Erlösungsverständnis, wo es um die personale Verlorenheit vor Gott geht durch unsere Schuld. Nicht die Materie ist der Sündenfall, sondern der Hochmut des Menschen, selber wie Gott sein zu wollen, sich selber erlösen zu wollen, keinen über sich zu dulden und dadurch Einzelsünden zu begehen. Aber hier ist es der Materialismus, ein philosophisches Denken mit Esoterik vermischt und dieser Christus Sonnengeist, wie es Steiner auch an anderen Stellen sagt, bereitet sich die Jesushülle vor in zwei Jesusnarben zunächst, wie ich es heute Morgen dargestellt habe, um nun dieses geistig zu heilen. Auch hier Geistheilung, geistige Heilung. Muss ich deutlich herstellen? Nee. Also ein anderer Christus. Und nun, den Kreuzesund erlitten wird festgehalten, aber es wird hier jetzt, im Bekenntnis steht es nicht drin, vorher hat sich der Christus aus der Jesushülle schon zurückgezogen. Wir haben es heute Morgen gehört, der fliehende nackte Jüngling sei also der Sonnengeist gewesen, der sich aus dem Jesusleib entfernt hätte. Im Tod wurde er der Beistand der verstorbenen Seelen, die ihr göttliches Sein verloren hatten. Der Mensch hat niemals ein göttliches Sein besessen. Er ist immer Geschöpf gewesen, niemals Wesenseins mit dem Schöpfer. Nur der Gottessohn, Jesus Christus, ist Gott. Der zweite Person der Dreieinigkeit. Aber kein Mensch hat göttliches Sein, sondern wir sind Geschöpfe, die die Erlösung benötigen. Aber hier, die ihr göttliches Sein verloren hatten, wir haben es nie besessen, können es auch nicht verlieren, auch nicht wieder erringen. Wenn wir Ebenbild Gottes sind, heißt es nie, dass wir göttlich sind, sondern eben Ebenbild. Ein Bild von mir bin auch nicht ich, sondern es ist ein Abbild. Entschuldigen Sie den Vergleich, aber vielleicht wird es dann deutlicher. Verstorbene Seelen, man merkt ja auch den ganzen spiritistischen Einfluss, ja, ist sehr wichtig hier, Beistand der verstorbenen Seelen. Dann überwand er den Tod nach 3 Tagen, wobei auch die Auferstehung völlig anders verstanden wird. Ich kann es aus Zeitgründen jetzt nicht mehr ausführen. Er ist seit dieser Zeit der Herr der Himmelskräfte auf Erden und lebt als Vollführer der väterlichen Taten des Weltengrundes. Wie hier das nun vorsichtig umschrieben wird, nicht Vater, aber väterliche Taten, ein Weltengrund mit väterlichen Taten. Und er wird sich einst vereinen zum Weiterfortgang, Weltenfortgang mit denen, die er durch ihr Verhalten dem Tod der Materie entreißen kann. Also Tod der Materie, das ist wieder Sünde für ihn, und durch ihr Verhalten, Reinkarnation und Karma fließt hier hinein. Wiederverkörperung und Schicksalsgesetz. Unser Verhalten als Weg der Selbsterlösung. Eine schlimme Versklavung, aus dem sich Christiane Gradenau und andere gelöst haben, aus dem sie befreit wurden durch Gottes Gnade. Und es wird auch nicht gesagt der Heilige Geist hier, sondern der heilende Geist. Aus der Sündenkrankheit des Materialismus heilend befreien. Soweit nur einige Hinweise darauf. Ich fasse zusammen, aus Gott, dem Vater, ist ein unpersönliches Gotteswesen und ein Weltengrund geworden, ähnlich dem hinduistischen Brahman. Aus Jesus Christus, Gottes Sohn, wurde der Christus, der sich zu diesem Gotteswesen wie der in Ewigkeit geborene Sohn verhält. Eine reine Allegorie, symbolische Sprache. Ferner werden aus Jesus und Christus 2 Personen gemacht, obwohl Christus in der Bibel keine 2. Person ist, sondern lediglich ein Würdetitel, Messias oder Gesalbter, bedeutet das Chrio, Salben, Christos, der Gesalbte. Im Reden von einer Hülle des Christus begegnet die alte gnostische Irrlehre des Doketismus, der Scheinleiblichkeit, nämlich Christus habe nur einen Scheinleib getragen und keine wirkliche vollkommene Erlösung vollbracht, was ja nicht stimmt, sondern das Wort wurde Fleisch, Johannes 1,14. Ein ganz zentraler Kernsatz, Johannes 1,14. Ebenso taucht in der geistigen Heilung einer Sündenkrankheit, gemeint ist, wie schon erwähnt, der Materialismus, uraltes gnostisches Gedankengut auf. Widerstreit zwischen Geist und Materie, kann man sagen. Etwas völlig anderes als die persönlich-existenzielle Sünde und Erlösung des Menschen durch das Kreuzesopfer unseres Heilandes. Und weitere unbiblische Lehren in Steiners neuem Bekenntnis sind zum Beispiel die Vorstellung vom Karma, der Erlösung durch das eigene Verhalten, und der Göttlichkeit des Menschen, die ihr göttliches Sein verloren hatten. Ich denke, Sie haben gemerkt, welche gravierenden Unterschiede hier vorhanden sind.
Nun, nach allem Gesagten kann ich aus christlicher Sicht vor anthroposophischen Einrichtungen und Verfahren nur warnen. Auch wenn sie manches vermitteln, das vordergründig gut, richtig und faszinierend wirkt, so bricht doch durch diese Faszination oder Verzauberung die Macht der Finsternis herein. Nicht umsonst warnt uns die Bibel davor, dass sich Satan als Engel des Lichts verkleidet. 2. Korinther 11, Vers 14. Und wer meint, er könne die anthroposophischen Früchte ohne die Wurzel haben, betrügt sich selbst. Wer den kleinen Finger will, bekommt die ganze Hand, die dann ihn erfasst und nicht mehr loslässt. Es sei denn, dass durch die Abkehr von Rudolf Steiner und die Hinkehr zum biblischen Jesus Christus wirkliche Befreiung geschieht. Ich muss es aus Liebe zu Ihnen und zu allen Betroffenen so deutlich sagen, wir dürfen das nicht verschweigen. Es geht hier um ein Entweder-Oder. Man kann nicht sagen, ich bin ein bisschen anthroposoph und ein bisschen Christ und es ist ja auch was Christliches. Bitte fragt immer nach, wen meint ihr denn mit Christus? Das gilt bei allen Strömungen, ob es jetzt Anthroposophie, Zeugen Jehovas, Mormonen oder was auch immer sind. Wen meint ihr mit Christus? Wenn ihr, so Gott will und wir leben, seht ihr ja, dass im Herbst ein Seminar über Zeugen Jehovas ist. Es sind auch viele weitere Seminare, auch in 2 Wochen ist schon wieder eines. Ihr könnt es alles auf dem Plan lesen, es gern mitnehmen. Wer keinen hat, auf dem Tisch draußen liegen noch Pläne. Und ich möchte sagen, es liegen auch hier Schriften aus zur Anthroposophie, über das Bibelverständnis, über die Lehre. Aber darauf gehe ich gleich nochmal ein. Also ich möchte warnen, wem es zu schnell war, der kann es auch nochmal anhören, auf Kassetten auch die Möglichkeit besteht. Das letzte und eigentliche Ziel aber, so möchte ich schließen, ist, und da ist die Anthroposophie in Einklang mit vielen weiteren Strömungen leider heute, die Herstellung einer Welteinheitsreligion. Das mag jetzt manchen überraschen. Aber auch hierzu abschließend ein Zitat von Rudolf Steiner. Steiner sagt im Basler Markus-Zyklus von 1912 folgendes. Zitat: Was wird kommen, wenn sich so die einzelnen Bekenner der verschiedenen Religionssysteme verstehen werden? Wenn der Christ zum Buddhisten sagen wird, ich glaube an deinen Buddha, und wenn der Buddhist zum Christen sagen wird, ich kann das Mysterium von Golgatha verstehen, wie du es selbst verstehst, was wird kommen über die Menschheit, wenn so etwas allgemein werden wird? Friede wird kommen über die Menschen, gegenseitige Anerkennung der Religionen. Und die muss kommen. Und die anthroposophische Bewegung muss sein, ein solches gegenseitiges, wahrhaftiges Erfassen der Religionen. Rudolf Steiner, Band 139, Seite 70 und 71. Da seht ihr, der gleiche Geist, der die Religionsvermischung auch in anderen Strömungen vorantreibt, auch in manchen christlichen Bereichen heutzutage leider, überall wird gesagt, es sei doch der gleiche Gott. Und das ist die antichristliche, endzeitliche Zielrichtung, wo dann der meistbekämpfte Satz der Bibel am besten rausgestrichen werden soll schon. Welches meint ihr denn, ist der meistbekämpfte Satz in der Bibel? Johannes 14, 6, wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Gegen diese Selbstaussage, diesen Anspruch unseres Heilandes, wenden sich die dämonischen Mächte, wo immer sie auftreten. Und deshalb sollten wir hier besonders wachsam sein. Aber wir werden erlöst allein durch Jesus Christus, allein durch sein Opfer am Kreuz. Und damit ist auch allem menschlich selbstherrlichem Erkenntnisstreben bezüglich überirdischer Dinge eine Absage erteilt. Nicht, und damit schließe ich, nicht menschlich selbstüberhebliche Erkenntnis wie in Gnosis, New Age und Anthroposophie führt zum Heil, sondern allein die göttlich gnädig geschenkte Glaubenserkenntnis durch die Niedrigkeit des Kreuzes hindurch zum Frieden mit Gott. Ich schließe deshalb mit Worten des Apostels Paulus aus dem 1. Korintherbrief, die Kritik an der Anthroposophie und auch an anderen Strömungen, aber namentlich auch an der Anthroposophie, Sie werden es gleich merken, auf deutliche, sogar überraschend deutliche Weise zum Ausdruck bringen. Denn da heißt es in 1. Korinther 2, 1-5, Liebe Brüder, da ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten und hoher Weisheit, euch zu verkündigen die göttliche Predigt. Denn ich hielt nicht dafür, dass ich etwas wüsste unter euch, als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Das ist übrigens auch mein Motto auf meiner Visitenkarte, wer die mal haben möchte. Ich weiß nichts als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Auch war ich bei euch in Schwachheit und in Furcht und mit großem Zittern. Und mein Wort und meine Predigt geschah nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, und jetzt kommt's, damit euer Glaube nicht bestehe auf Sophia Anthropon im Griechischen. Weisheit,
der Menschen oder von Menschen. Anthroposophie kann man vielleicht etwas sagen, ist nicht genau das Gleiche, aber der Begriff Sophia Anthropon steht also hier nicht Weisheit von Menschen. Nicht darauf soll der Glaube bestehen, sondern auf Gottes Kraft. Das gilt für alle menschlich selbstgemachten Systeme. Gottes Offenbarung ist völlig anders und völlig ausreichend gegenüber dem, was Menschen sich erdacht haben oder durch Inspirationen aus falscher Quelle bekommen haben. Ja, ich danke Ihnen für die große Aufmerksamkeit.